Hallo liebe Camper, ich kriege immer so viele Fragen, warum Leute so lange auf ihren Unterbodenschutztermin warten müssen. Das ist ganz einfach so. Mit Unterbodenschutz sind wir oft über Monate ausgebucht. Das ist so, man sieht ja jetzt hier, schau mal, gestern stand ja hier, der zeigen wir gleich auf der Bühne, ich glaube ein Karthago oder was ist das, was wir jetzt drüben, oder Hümer. Hier ist schon der nächste in der Warteschleife. Wir gehen immer hin, weil ich jetzt die Möglichkeiten habe. Ich kann jetzt noch viel mehr Unterbodenschutz machen wie früher. Ich möchte erst das Auto eine Nacht in der Halle haben. Wenn der ganze Rahmen eiskalt ist, wie soll ich da Unterbodenschutz drauf machen? Gut, gibt es, werden auch Leute machen. Gut, ich mache es nicht. Also jetzt steht der hier, guck, der ist fix und fertig abgeklebt, komplett, ne? Der steht jetzt hier in der Warteschleife, weil der andere heute Morgen, gestern stand ja hier ein anderer, wir gehen mal, ich laufe auch nicht so schnell, der andere steht ja schon wieder auf der Grube. Der muss erst eine Nacht hier stehen, das ist zu kalt draußen. Es ist einfach zu kalt. Und ich möchte, wenn ich unter Bodenschutz mache, möchte ich das ordentlich machen. Auch im Rahmen gleich, wir gehen das mal gucken, was der da macht. So, der stand ja gestern da, da steht jetzt der nächste. So, jetzt sehe ich das, es ist ein Bürstner. Ja, der Jens hat schon wieder alles zugemacht. Sei so lieb, mach nochmal die Grube auf. Hier haben wir unter Bodenschutz. Ne, das ist richtig gutes Zeug. Ich habe viele, viele Tests gemacht. Ne? Das ist das Dekalin. Den Wachs nehmen wir von, glaube ich, Mike Sander für die Hohlraum. Ja, da geht richtig. Guck mal, da ist mal eben anderthalb Kisten wieder drunter. Aber unter Bodenschutz muss man. Kunden verlassen sich auch. Viele Kunden, die krabbeln ja nicht runter, weil ich schon sehr viele Kunden haben mir gesagt, die sind beim TÜV gewesen. Das schreiben mir Kunden, die kommen und wenn ein Kunde hier ist, oh, der hat beim TÜV gesagt, hör mal, wer hat denn unter Bodenschutz gemacht? Das ist mir ganz wichtig. Jetzt ist es so, schau mal, das Auto ist fertig. Guckt euch mal an, schaut euch mal die Schnauze an, wie der die am Reinigen ist. Die Leute brauchen Zeit für ihren Job. Da hat er sein Wasser stehen, ja, wird hundertprozentig gemacht. Eine Sekunde mal, Philipp. Ich will noch. Das sind hunderte Fahrzeuge pro Jahr. Hier, schau mal. Das macht der Gerd immer mit dem. Schau mal, da wird Schaut euch an, wie das Fahrzeug hier die Werkstatt verlässt. Nicht heute für einen Film oder so. Das seht ihr in allen Videos. War Gerd, machst du das nur heute oder? Ja, also guck mal, der sieht ja aus wie aus dem Laden, aber das ist einfach so und muss so. Das, was wir hier machen, ich sage immer, das leben wir. Und Jens, nein, ihr wisst, wie ich bin, wenn was nicht ist, genau wie hier, schaut mal hier. Anweisung schon seit 4 Wochen, es ist sehr kalt draußen, darf ich mal ganz kurz? Schau mal, jeder Monteur muss den Zettel dorthin hängen. Dann schauen wir, was da drauf steht. Achtung, Kühlervorschutz und Spritzwasser kontrolliert, nachgefüllt. Das ist, der Kunde muss, na, viele ältere Leute, die kommen so schlecht irgendwo dran, die haben die Ahnung nicht, die sagen, das geht schon, auf der Autobahn willst du spritzen, kommt nichts mehr. Und bis du dann hier an den Behälter kommst, da hast du Weihnachten, das machen wir in der kalten Zeit, kümmern wir uns drum. Und das ist der Anweisung, jedes Auto wird kontrolliert. Der sieht aus wie neu. Dafür bin ich auch nicht der billigste im Unterbodenschutz. Will ich auch gar nicht sein. So, dann ist der Hohlraum, ne? Ja, ich mein Sander, ja. Ich habe ein bisschen rumgesaut. Siehst du hier? Das ist das Fett, das ist die Hohlraum. Hohlraumkappe, da muss alles erstmal trocknen hier. Ja. Siehst du, guck mal, wenn man den spritzt, ist der blau. Und nachher ist der schwarz. Zeig ich mir mal. So, und was mir dann wichtig ist, dass viele Kabel im Träger gelöst werden. Hier, die hatte ich alle raus. Siehst du, das wird alles abgebaut. Und dann wird das alles wieder in den Klammern wieder reingemacht. Siehst du, die ganzen Kabel kommen alle ab. Sonst spritzt du ja und hinter dem Kabel ist ja kein Unterbodenschutz. Aber viele sagen, meine Güte, er soll sich nicht so anstellen. Er guckt sowieso nicht. Ich mache das so nicht. Ne? Ich mache das einfach so nicht. Ne? Siehst du, bis in den kleinsten Ecken. Hier, schau mal, hier überall. 100%. Ne? Nein, der Unterboden, hier läuft noch der Hohlraumzeug raus, siehst du da? Ja,
Ja, manchmal sauge ich ein bisschen. Aber nein, das ist doch uninteressant. Lass doch raus, lass doch raussiffen. Ja. Lass doch raussiffen, ne? Ja, wie gesagt, aus dem Blau wird schwarz, hier schon alles schwarz. So, und jetzt ist es so. Wir haben draußen, ich sag mal, Jens, minus 2, minus 3. Ne? Das ist alles Kappes. Wir haben immer die Termine. Ja, da, heute ist Freitag, der Wagen wird Montag abgeholt. Wenn wir sonst unter Bodenschutz machen, ist auch ein Tag da drin. Ne? Wir haben ja gestern getauscht. Ja. Der ist fertig, der geht jetzt rüber in die andere Halle. Und der andere tauschen wir heute sowieso noch. Ne? Ich will das Montagmorgen nicht machen. Ja. Dann kommt der, die werden gleich ausgetauscht, die Autos. Den ihr gerade gesehen habt, kommt hier rein. Und der trocknet schön übers Wochenende. Das ist unter Bodenschutz. Das ist unter Bodenschutz. Und alles andere ist Bullshit. So, hier. Ja, muss man haben, ne? Das ist ganz wichtig, ne? Ne, die Sicherheit, stell mal vor, du läufst ja gegen die Stange. So, und jetzt ist der Wagen wie geleckt und ich schätze mal, wir haben jetzt 3:45. Freitags ist bei uns hier um 4 Uhr Schicht, egal wie viele Autos auf dem Hof stehen. Und jetzt wird der Wagen gleich ausgetauscht. Siehst du noch, wie schmierig da alles ist. Der geht jetzt in die andere Halle. Gut, andere stellen den auf dem Hof. Lass doch, meine Güte, minus 3 Grad, der nasse Unterbodenschutz. Nein, ich habe einen sehr, sehr guten Ruf. Wirklich einen sehr guten Ruf in Unterbodenschutz. Und das möchte ich wahren. So, das war's. Aber hör mal, ich zeige dir mal eben was. Lithium-Akku, minus 30 Grad. Ja, dann ziehe ich meinen Helm aus. Meine Güte, ihr könnt euch auch alle ankacken. Gut, ziehe ich den Helm ab. Guck mal da, die Raucher machen Pause. Guck mal hier. Guck mal. Wenn einer wirklich sagt, ja, wenn das mal kalt ist, ich habe die Möglichkeit nie und ich will nicht, dass die Batterie so kalt wird. Was denn der Winter hier, minus 5 Grad, dann hast du im Wohnmobil im Kern keinen. So, da gibt es einen Thermoschutz. Wenn einer sagt, im Winter will ich die ein bisschen schützen, hier Amazon, 8,95 Euro. Hersteller sagt, bis zu 6 Grad Schutz. Tust du im Winter die Batterie immer einpacken. Den habe ich bestellt und der passt haargenau. Das ist die 180er. Zu den ersten, die Lithium 2010 eingebaut haben. Da haben ja viele gesagt, hier, da haben andere bis 2008 die Bleibatterien noch schön geredet. Ist ja auch nicht schlimm, ist auch nicht schlecht, aber die Technologie hat sich geändert. Ich mache jetzt den 10 Jahre Lithium. Ja, nein. Ich werde das auch nicht sagen. Irgendwo, die Kunden sagen sich, hör mal, das ist wirklich mal so kalt oder einer stellt den irgendwo in eine Truhe oder was, das funktioniert doch gar nicht. Also, das ist ja so, das Entladen und Laden sind zwei Paar Schuhe. Aber viele können ja noch nicht mal entladen bei minus 20. Wir können problemlos entladen. Und laden bei minus 30 lache ich mich tot. Weil ich bin nicht erst seit 14 Tagen dabei, lache ich mich einfach tot. Ja, da kannst du vielleicht bei minus 30 mit ein halbes Ampere laden, ja. Ich könnte unseren Akku, weil ich habe die Gewalt über unserem Akku. Ich habe die Gewalt, weil ich die Laptop-Maschine habe. Ich könnte unseren Akku jetzt sagen, bei minus 5 laden und dann im Film zeigen. Da sagen sie, guck mal, ey, der ladet seinen Akku bei minus 5. Oder ich gehe jetzt im Laptop hin und sage, bei minus 20 mache ich eine kurze Aufnahme, spricht morgen die ganze Welt von uns. WCS ladet seinen Akku bei minus 20, das haben wir gesehen. Weil ich das ja einblenden könnte. So eine Spinnerei mache ich gar nicht. Ehrlichkeit, einfach Ehrlichkeit und nicht irgendwie so ein Dummshit machen. Ja? Ein Akku bei minus 30 Grad laden, du schädigst die Zelle. Das tut der Zelle weh. Der Hersteller sagt, mache den Akku bitte nicht kaputt. Aber wieso? Komm, wir nächstes Jahr neun. Meine Güte, sind am Angebot. So ein Mist machen wir nicht. Ne? Unser Akku, da legen wir langsam wieder los. Hey, wenn du den jetzt lädst, was weiß ich, mit 2, 3 Ampere oder entlädst den mit 1C, da kannst du alles vergessen. Wenn du jetzt diese 4 oder 5 Ampere für die Heizung nimmst, und das könnte man wirklich schön machen, wenn man es muss, wenn ich es jetzt machen müsste, gut, ich habe eine Halle, bei mir ist das nicht so wichtig, aber dann würde ich mir, sag ich mal, entweder einen alten Heizkörper vorsetzen, da wäre ich clever. Zack, da lege ich mir das Rohr, der sitzt vor die Batterie. Da mache ich mir einen Absperrhahn hin, Sommer, Winter. Und an der Truma gibt es doch diese Ausströmer zum Verschließen. Den lege ich mir an der Seite, den schneide ich durch, kostet 5,95.
der Adapter, dann mache ich den auf, geht die warme Luft auf dem Akku. 20 Minuten im Auto ein bisschen im Kreis fahren, nimmt der Akkuladung an und dann machst du das Ventil wieder zu. Und dann, wenn einer eine alte Heizung hat, was auch immer, schneide ich das Rohr durch, setze ich einen Heizkörper dazwischen. Also alles Pipi-Kram. So geht man mit dem Akku um, aber macht euch da nicht irgendwie einen Kopf mit Laden. Und ich habe den neuen Akku gesehen, minus 30, minus 40. Vergesst das einfach alle. Ja, ich bin in unserem Bürstner mit diesen vier Grünen, die haben wir ja 8 Jahre verkauft, die GMB von X-Site, diese grünen Akkus habe ich über 8 Jahre. Und die waren ja von Valenz, habe ich 8 Jahre verkauft. Den Akku gibt es nicht mehr. Oder 7 Jahre verkauft, 3 Jahre haben wir unseren schon. Unseren neuen. Und nie ein Problem. Nach 2017 Bürstner verkauft, die 4 Batterien ausgebaut, wie neu. Wie neu. Wie kann man denn sagen, wie neu? Wie macht man das? Ganz einfach, 140 Ampere ist in dem Akku drin. Ich entlade den, sagt der Batteriecomputer, bei 132 Bisse läuft noch. Abbrechen, aus, Akku ist neu. Also vergesst ganz einfach mit euren Minusgrade da. Ja, vielleicht habt ihr in der Wohnung auch Minusgrade und hast einen Eiskratzer abends für den Fernseher oder so. Ich weiß es nicht. Kann doch was. Ey, was ist das denn hier? Oh. Was ist das? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist Concorde. Ey, ich glaube, es geht. Meine Güte. Was ist das? 100? 120. 120. Da sind schon 4 Stränge von verbaut. Aber alle im Auto, ne? Ja, nicht, ja. Nicht 3 und 1 im Auto für Schrottplatz, ne? Für Kupfergeld, ne? Ja, 1 ist auch in denen und 3 zu mir. Ey. Hab ich gedacht. Meine Güte, du. Leck mich, ey. Schaut euch das mal an hier. Ja, komm. Da wissen wir schon, was wir tun. Also, da glaubt uns mal. Da wissen wir schon, was wir tun. Das ist schon gigantisch. Ich bin schwer beeindruckt hier. Ich glaube, der Flo hat mir gesagt, da insgesamt wird der Wagen mit fast 500 Quadrat verkabelt. Ja? Weil. Nicht mal 6 kW, wa? Ihr Kinders, der kriegt 2 Kombis rein, 2 mal 3 kW, also 6 kW plus 400 Ampere Ladestrom. Eine Kombi, die werden wir stark drosseln. Aber das brauchst du. Das brauchst du. Ja. Du brauchst ein 100 Quadrat, wenn du 2 Meter hast für 3 kW. Es geht sich ganz einfach um den Spannungsabfall. Aber Kinders, ich will Schluss machen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch und ganz wichtig, bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Und das ist im Augenblick das Wichtigste, was es überhaupt gibt, die Gesundheit. Tut mir den Gefallen, Daumen hoch. We'll be right back.